Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Videorezension, dieses Mal zu Schildkrötenwege oder wie ich beschloss, alles anders zu machen von Matthew Quick. Worum geht's in dem Buch? Nanette hält sich an die Regeln. Sie tut meistens das, was man von ihr erwartet. Nach außen hin ist sie angepasst, doch sie zweifelt. Als sie Der Kaugummi-Killer liest, ihr neues Lieblingsbuch, beginnt sie ihr Leben zu ändern. Dann wird sie mit Alex bekannt gemacht, der ebenfalls ein Fan des Buches ist, jedoch sehr impulsiv und doch recht radikal in seiner Art der Auflehnung ist, was Nanette zusehends Probleme bereitet. Meine Meinung und Leseeindrücke zu diesem Buch. Der Schreibstil ist gut, es tauchen nur leider manchmal so Zukunftsandeutungen auf. Also sowas wie, zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wie sich das entwickeln würde, aber ich würde noch erfahren, dass... Sowas mag ich einfach nicht. Es gab auch noch weitere stilistische Variationen, zum Beispiel wurde später im Verlauf des Buches die Ich-Perspektive durch die Sie-Perspektive ausgetauscht. Das mochte ich jetzt nicht so unbedingt, aber es war abwechslungsreich, es war kreativ. Allerdings haben wir auch einen eher schnellen Erzählstil. Also was passiert, wird mit kurzen, knappen Worten beschrieben und es wird nicht so wirklich in eine Szene verweilt. Oder auch bei emotionalen Momenten wird das nicht so wirklich auserzählt. Das wirkte schon manchmal so ein bisschen sprunghaft, aber ich fand es noch in einem Maße komprimiert, den ich als angenehm empfinde. Also es war mal was anderes. Allerdings die dadurch entstehende komplette Unemotionalität bzw. so dieses komplette Fehlen von Gefühlen, das fand ich wirklich nicht gut gelöst. Das hätte man besser machen können, weil dadurch geht tatsächlich ziemlich viel kaputt. Es wird schnell klar, dass wir unkonventionelle Charaktere haben. Also sie sind ziemlich besonders, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Es sei auch dazu gesagt, die Charaktere sind nicht flach, aber sie sind jetzt auch nicht so wirklich vertieft worden. Die Protagonistin ist nicht so wie in jedem zweiten Jugendbuch. Also sie schmachtet nicht jeden Jungen hinterher, geht nicht ständig auf Partys und lässt sich dort volllaufen. Sie urteilt aber auch nicht über diejenigen, die das tun. Sie stellt nur fest, dass sie so eben nicht ist. Das fand ich wirklich sehr angenehm. Leider war das nur zu Beginn so, aber dazu später dann mehr. Dummerweise hat die Protagonistin bis zuletzt keinen so wirklichen Charakter bekommen. Sie kommuniziert auch schlicht und ergreifend nicht. Eigentlich, muss man sogar sagen, gibt es hier drinne so ziemlich keine Figur, die offen und ehrlich mit irgendwem redet, über irgendwas. Das ist auf Dauer doch schon ziemlich anstrengend. Eine weitere wichtige Figur ist Alex und ihn fand ich wirklich schwierig. Also er ist voller Wut und eigentlich ist er schon regelrecht fanatisch. Er tut so, als wäre er ein Märtyrer, dabei hat er eigentlich nur ein Aggressionsproblem. Also er ist blind für sein eigenes Handeln. Damit ist er nicht die einzige Figur in dem Buch. Das wird sogar mal kurz angesprochen, aber jetzt auch nicht so, wie ich es gut geheißen hätte. Das meiste über Alex erfährt man eigentlich nur über seine Gedichte, die ich jetzt auch nicht so sonderlich gut fand. Also ich meine, Lyrik ist einfach nicht mein Gebiet. Ich kann das eigentlich nicht richtig einschätzen, ob sie jetzt gut waren oder nicht. Das hier ist schon noch ein Jugendbuch, allerdings eher für ältere Jugendliche. Also die Figuren handeln nicht so kindisch. Das Buch ist auch nicht so voll mit Teenie-Dramen, sondern es spricht durchaus ernstere Themen an. Alles an diesem Buch ist so ein bisschen sonderbar. Und auch einfach anders, also sowohl die Figuren als auch der Handlungsverlauf und so weiter. Letztlich ist das große Thema in diesem Buch, seinen Weg zu finden. Dieses Buch ist ein ausschweifendes Plädoyer dafür, man selbst zu sein. Sich von den Fesseln zu befreien, die uns von anderen oder auch von der Gesellschaft aufgezwungen werden oder sich bestenfalls diese gar nicht erst anlegen zu lassen. Die Geschichte zeigt auch, was für Rollen uns aufgezwungen werden und uns nötigen, Ziele zu verfolgen, die andere für uns definieren. Zeigt aber auch die Gefahr, die so eine Freiheit mit sich bringt, denn nichts hassen die Gleichen mehr als etwas, was anders ist als sie. Dabei ist dieses Buch ziemlich gut beobachtet, auch gerade, wie sich Menschen verhalten, warum sie das tun. Dabei ist es auch ziemlich ehrlich. Mehr so nebenbei zeigt es auch die Grenzen der Literatur, dass sich das eben nicht eins zu eins auf das Leben umsetzen lässt. Auch wenn es manchmal so scheint, als würde das Buch uns direkt ansprechen und als wäre das direkt aus dem Leben gegriffen. Es sind und bleiben Bücher, also das echte Leben ist dann doch noch komplizierter. Dummerweise wird sich wirklich sehr auf dieses Plädoyer fokussiert. Also ich hatte lange beim Lesen so das Gefühl, dass da noch eine andere Ebene ist und dass ich die halt nur noch nicht so richtig erkennen kann oder genau weiß, was sie mir sagen will. Letztlich muss ich aber sagen, war das ein Trugschluss. Da ist schlicht und ergreifend nicht mehr. Beziehungsweise so oder so, selbst wenn da etwas wäre, dann ist der Stil nicht so, dass er einen das sonderlich gut zugänglich macht. Ich fand es auch nicht gelungen, wie viele Dinge tatsächlich miteinander vermengt wurden, die meines Erachtens nicht in einen Topf gehören. So wurde unter anderem gegen den Strom schwimmen, seinen Weg zu finden, seine Identität selbst zu bestimmen, das Gesellschaftsleben mit Rebellion, Impulsivität, Kurzsichtigkeit und Aggression. Das wurde alles so in einen Topf geworfen, einmal kräftig umgerührt und dann soll jetzt jeder selbst sich raussuchen, was er haben will. Das ist nicht sinnführend. Lang ist dieses Buch schräg und sonderbar. Mal mit einer positiven Basis, also das meine ich durchaus positiv, mal nicht. Doch ab dem Experiment, welches die Protagonistin in diesem Buch hier startet, finde ich es eigentlich nur noch schrecklich. Also ich finde, es ist mir unbegreiflich, was das sollte und warum man das aufgenommen hat.
Das Buch wurde leider doch recht schnell verurteilend und herablassend. Zu sein wie jeder andere wird hier ausnahmslos als negativ beschrieben. Was in diesem Buch auch behauptet wird, was wie alle anderen sein bedeutet, das fand ich zum Teil auch so plakativ, so verquer und schlicht nicht der Wahrheit entsprechend. Das macht diese Darstellung doch recht fragwürdig und zerstört auch irgendwie die Aussage, die dieses Buch eigentlich treffen wollte. Hier wird es so dargestellt, als würde es bedeuten, anders zu sein, zwangsläufig gegen alles zu sein oder... Ja, ich kann es nicht netter ausdrücken, ein egoistisches Arschloch zu sein. Ich weiß wirklich nicht, was das soll. Also das hat dieses Buch leider doch merklich runtergezogen. Mein Fazit also zu diesem Buch. Das Buch hatte letztlich genau eine Aussage, die auch nicht falsch ist. Denn sie sagt meines Erachtens, sei, wer du wirklich bist und nicht, wer du angeblich sein sollst. Mehr ist da aber auch nicht. Und der Weg zu dieser Aussage, der ist mal gut, aber häufiger doch irgendwie verquer und manchmal sogar fragwürdig. Ich kann mit diesem Buch schlicht und ergreifend nicht so wahnsinnig viel anfangen. Es war vielleicht mal ein Experiment, es war auch mal was anderes und das fand ich auch wirklich gut. Allerdings in der Umsetzung selbst, die Umsetzung fand ich nicht sonderlich gut, bis zum Teil sogar regelrecht misslungen. Also für mich, es hat mich nicht angesprochen. Okay, das war's dann auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!